Hi Leute, willkommen zurück zum letzten Part von Let's Play Mario Kart 8. Das heißt, jetzt kommt noch ein weiteres DLC raus. Wir spielen wieder random einen Charakter und es ist Waluigi. Wir fahren also mit Waluigi den letzten Part im Glockencup. 200 CCM, auf geht's. Beenden wir diese Reihe. Und ich bin gespannt, was Big Blue denn so hergibt in dieser Geschwindigkeit. Mute City war ja ziemlich cool in dieser Geschwindigkeit. Ob Big Blue auch so konzipiert ist, dass es sich die Kurven relativ gut und einfach steuern lassen, das wird man dann wahrscheinlich gleich mal herausfinden. Wir starten auf jeden Fall in Koopa Großstadtfieber, meine absolute Nemesis auf dem 3DS. Eine Strecke, die wegen des Regens natürlich sehr cool in der Wii U-Variante aussieht, aber nee, sorry. Also, auf dem 3DS konnte ich die Kurven schon nicht, auf der Wii U konnte ich die Kurven schon nicht und jetzt fahren wir die Kurve noch in einer höheren Geschwindigkeit. Das wird Horror! Ich finde es cool, dass sie fast ausschließlich die meine Hassstrecken der jeweiligen Mario Karts geremaked haben. Also ich meine, Yoshis Piste war meine absolute Hassstrecke vom GameCube und das hier war meine absolute Hassstrecke vom 3DS. Und genau die beiden haben sie schon mal geremaked. Ja, das ist schon mal super. Außerdem mochte ich Peach Schlossgarten nicht. Ich hatte ja schon mal gesagt, für mich war die einzige Existenzberechtigung, die das Ding hatte, also von Nintendo 64 die Variante, ne? Die einzige Existenzberechtigung, die diese Strecke hatte, war, dass man da zum Schloss von Peach reinfahren konnte. Das hat man rausgenommen. Da hat man quasi meine Hassstrecke von Nintendo 64, vom GameCube und vom 3DS-Teil allesamt hier remaked. Was ich irgendwie nicht so geil finde. Alter, diese Strecke! Ah, bringen sie schnell zu Ende. So. Die Abkürzung können wir vom 3DS auch nehmen. So dass man beim 3DS da immer hingekommen ist, hier nur im 200 CCM-Modus. Ansonsten ist man hier nicht schnell genug dafür. Es kann nicht wahr sein, dass der Wurmgang genauso wieder kann, dass wir kein Item gekriegt haben. Unfassbar. Alter, diese Strecke! Lucky Two, warum bringst du mich zurück und nicht dahin, wo ich auch wirklich runtergefallen bin? Normalerweise bringt Lucky Two immer so ein paar Zentimeter weiter nach vorne, damit man nicht ganz so viel Zeit verliert beim Runterfallen. Hier nicht. Ja, nehmt das da vorne. Aber das bringt mir nichts mehr, denn hier ist schon das Ziel, da werden wir aber den vierten noch gekriegt. Der dritte war auf einmal quasi auch mit uns auf einem Platz, den hätten wir auch noch kriegen können. Und der erste und zweite, die waren aber zu weit weg. Naja, der letzte Part von Mario Kart 8 offline startet damit schon mal nicht ganz so brillant. Aber das war ja auch zu erwarten. Partystraße, meine absolute Lieblingsstrecke momentan. Finde ich echt mega gut. Mal sehen, wie sie sich in 200 CCM fahren lässt. Da wurde der Drift wieder abgebrochen, weil ich für eine Millisekunde das die ebene Straße verlassen habe. Und stattdessen diesen leichten Noppenboden hier berührt habe. Na, die Kurve ist schon mal schwierig in der Geschwindigkeit. Hier sollte ich keinen Turbo nehmen. Oder? Doch, geht ganz klar. Ich hätte Angst, dass ich dann zu viel Turbo kriege und dass ich in die Kurve falle. So, geht mal alle weg. Waluigi vorbei. Boah, diese Kurve ist echt nicht einfach. Boah, dann haben wir Glück gehabt, dass uns da die Panzer nicht getroffen haben. Der Baby Nase nimmt alle von diesen Koopas mit. Unser roter Panzer hat den Donkey Kong da vorne ein bisschen zurückgebracht. Nein, Luigi, es war ein schlechter Zeitpunkt. Oh Gott, nein! Oh, ja, so ist gut. Nein! Oh Gott, hier muss ich bremsen. War nicht so einfach. So, Donkey Kong hat noch ein Item hinter. Jetzt kann ich ihn abschießen, sehr schön. Ich weiß nicht, warum er plötzlich so langsam geworden ist. Vielleicht hat er da gebremst. Teilweise bremsen die Computerspieler den Schwierigkeitsgrad aber auch unkontrolliert, finde ich.
Also Kurven nehmen die teilweise echt krass, wo ich mich echt frage, wie machen die das? Aber teilweise bremsen die dann einfach auf Geraden, wo ich mich wiederum frage, warum. Schieß den Roten ab! Bevor ich dich überholt habe, du Affe! Ja, so ist gut. Das kriegen wir leider nicht mehr, aber Zweiter ist drin. Ja, ich glaube, hier geht es nur für uns nur noch um den dritten Platz. Die nächsten beiden Strecken werden auf jeden Fall nicht einfacher. Marius Metro und auch Big Blue sind nämlich nicht dafür bekannt, dass sie die einfachsten Strecken sind, meiner Meinung nach zumindest nicht. Ja. Habe ich das da eben auf den Schildern richtig gesehen, dass diese... dass die Zugstrecke hier zu Yoshi's Valley führt? Da ist also irgendwo ein Bahnhof. Ich hätte echt gerne mal so eine offizielle Map von Nintendo über die Region von Mario. Weil irgendwie scheint das ja alles, zumindest auch in Mario Kart, irgendwie alles ein bisschen verbunden zu sein. Und da gibt es ja auch den Sonnenflughafen von... auf Dingens... Wie heißt es auf der... Delfininsel? Nee, wie heißt sie? Ich weiß nicht, die Insel von Mario Sunshine auf jeden Fall. Ist ja auch mit dabei und ich hätte echt gerne so eine Map von Nintendo, so eine offizielle mal, wo denn diese ganzen Orte hier ungefähr liegen, weil diese Metro scheint ja wohl irgendwie Yoshi's Valley mit irgendeinem anderen Ort zu verbinden. Das heißt, die können ja gar nicht so weit auseinander liegen. Music Park hier beispielsweise. Also Yoshi's Valley und der Music Park scheinen ja nicht so weit auseinander zu liegen. Wenn diese kurze Bahnstrecke die beiden miteinander verbindet. Nein, nicht den roten Panzer abschießen, bitte. Okay, er hat ihn abgeschossen, aber er hat uns damit nicht getroffen. Das finde ich annehmbar. Oh, war Erster. Wow. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber Luigi ist auch wieder Zweiter, das heißt wirklich aufholen konnten wir dadurch jetzt nicht. Ich meine, haben wir den zweiten Platz noch gekriegt. Okay, es sind nur noch 3 Punkte zum ersten Platz. Wenn wir jetzt im Big Blue Erster werden sollten, dann ist es egal, was Luigi macht. Dann haben wir tatsächlich doch noch den Goldpokal gekriegt. Bin ich mal gespannt, was wird das letzte Rennen des Offline-Parts, des Offline-Let's Plays von Mario Kart 8 bringen? Die optisch beste Strecke des Spiels und meiner Meinung nach auch nach der Partystraße die beste Strecke des Spiels, Big Blue. Mit einer unglaublich nostalgischen Musik für mich, weil es eine meiner Lieblingsstrecken in Super Smash Bros. Melee war, Big Blue, die eben jene Musik abgespielt hat. Also auf geht's, Musik genießen. Das ist eine schöne Musik. Ich will da gar nicht drüber labern. Ich will die einfach nur genießen. Fuck. Mach was. Nein, jetzt kommt der blaue Panzer. Warum? Warum kommt der? Ah. Wir hätten die Chance, hier auf den Goldpokal mitzunehmen. Aber Baby Peach darf wohl Erste werden. Die hat mit den ersten 3 Plätzen nichts zu tun. Obwohl, nee, dann habe ich keine 3 Punkte Vorsprung mehr vor Luigi. Ich muss also Erster werden, so. Auf einem guten Weg bis hierhin schon mal. Fuck! Da ist Luigi plötzlich wieder und schon ist er Erster! Wo kommt der denn plötzlich her? Der will mich doch verarschen! Nein! Ja! Sieht nicht schlecht aus, Ziel gerade! Jetzt nichts mehr verkacken! Jawohl!
Goldpokal im letzten Rennen. Kann man mal machen. Obwohl man das erste Rennen komplett verkackt hat. Aufholjagd mit Waluigi ist erfolgreich abgeschlossen. Wir nehmen den Pokal natürlich dankend an. So. Und damit bedanke ich mich nicht nur bei Waluigi dafür, dass er noch den Goldpokal eingefahren hat, sondern auch bei euch, bei den Zuschauern, dafür, dass ihr dieses Let's Play mitverfolgt habt, dass ihr bis hierhin weitergeschaut habt. Wie gesagt, wenn Nintendo kein weiteres DLC mehr ankündigen sollte, dann war das hier der letzte Offline-Part von Let's Play Mario Kart 8. Sollte Nintendo noch DLCs ankündigen, dann werden die natürlich auch noch kommen. Ansonsten, nach aktuellem Stand ist es der letzte Part gewesen und deswegen verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Unterstützen in Sachen von Daumen hoch, Kommentar schreiben und so weiter und so fort. Und wir sehen uns in den weiteren Let's Plays und für Mario Kart 8 auch weiter in den Online-Parts. Also bis dann und auf Wiedersehen.